Es ist eine Frage, die nicht wenige Edelmetallfans umtreibt. Was passiert mit dem Goldpreis in 2022? In diesem Video, da werfen wir einen genauen Blick auf die Chancen, aber auch auf die Risiken, die einen Einfluss auf die Goldpreisentwicklung in 2022 haben könnten. Also bleibt dran! Der Rohstoffmarkt, der ist Zyklen unterworfen. Zyklen, die sich teilweise über viele Jahre ziehen. Und gerade in dem letzten Zyklus, da hatten wir nicht besonders starke Rohstoffpreise. Doch das ändert sich. Schauen wir dafür einmal zurück an den Anfang des Jahres 2021. Dort war Gold auf dem höchsten Punkt, den es in diesem Jahr erreicht hat. 1.949 US-Dollar waren es, also relativ nah an der wichtigen 2000er-Marke. Doch das Jahr, das lief dann eher durchwachsen. Der Goldpreis ging langsam herunter und im November, da haben wir jetzt wieder einen Anstieg gemerkt, also zum Jahresende. Es könnte sich also eine Entwicklung auch in 2022 ähnlich wiederholen, dass gerade der Jahresanfang stark wird. Doch warum steckt überhaupt so viel Potenzial in Gold? Lasst uns auf die Chancen sehen. Wenn die Zinsen auf dem Sparbuch niedrig sind, und das sind sie dank der extrem lockeren Geldpolitik der Notenbanken, dann bedeutet das, dass andere Anlageklassen wie Aktien, ETFs, aber eben auch die Rohstoffe steigen und mehr Anleger sich in den sicheren Hafen des Goldes flüchten. Und genau das machen die Notenbanken nun schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und es ist keine Veränderung dieser ultralockeren Geldpolitik in Sicht. Wozu führt das, wenn immer neues, frisches Geld in den Markt gepumpt wird? Nun ja, auf kurz oder lang zur Inflation. Eine Inflation, die wir zurzeit sehr, sehr stark zu spüren bekommen. In Amerika noch etwas stärker, aber in Deutschland auch schon mit Raten von über 4% pro Jahr deutlich über dem Durchschnitt. Es scheint sich der Trend der Inflation zu verfestigen, auch wenn die Notenbanken und die Regierungen anderes behaupten und eher von temporären Effekten sprechen, scheint sich hier ein Trend festzulegen, der auch in der Zukunft wichtig ist. Und steigende Preise, die können nun gebremst werden mit Gold. Denn wer in Gold sein Geld investiert, der entkoppelt sich vom Währungssystem und behält den Materialwert immer sicher. Das heißt, wer heute eine Unze Gold für ungefähr 1780 Euro kauft, der kann sie im nächsten Jahr ja vielleicht schon für 2000 Euro, ganz optimistisch geschaut, verkaufen. Was ist passiert? Er hat sich vom Währungssystem entkoppelt. Die Inflation lief also weiter und er bekommt jetzt mehr Geld für sein Gold. Aber nun hatten wir ja schon diese äußerst starke Inflationsrate in 2021. Warum ist trotzdem der Goldpreis zurückgegangen? Nun ja, andere Anlageklassen waren durchaus beliebter, so zum Beispiel Immobilieninvestments, Bitcoin oder auch Aktien und ETFs. Und ein Grund, das ist ganz klar die steigende Nachfrage aus der Industrie. Unser Wandel hin zur E-Mobilität, aber auch unser genereller Umbau der Industrie und der Wirtschaft hin zu nachhaltigeren Prinzipien, der braucht vor allem eines: viele Rohstoffe. Von seltenen Erden, Silber, Kupfer, aber auch Gold ist hier die Rede. Diese Rohstoffe, die industriell nachgefragt werden, die kommen aber in dem Angebot, was dem gegenübersteht, gar nicht unbedingt schnell genug nach. Es entsteht also eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage und dieses wird naturgemäß mit steigenden Preisen geschlossen. Es besteht der Konsens, dass wir die Wirtschaft nachhaltiger gestalten müssen. Und genau dafür werden wir noch mehr Metalle abbauen müssen. Das sagt zumindest der bekannte Fondsmanager Saber. Aber es besteht noch einen weiteren Grund, optimistisch auf die Goldpreisentwicklung in 2022 zu schauen. Und dieser Grund, der ist eher regulatorischer Art. Es ist so, dass Gold, aber auch andere Edelmetalle ab 2022 unter der Basel III-Vorschrift als sogenanntes Tier 1 Capital betrachtet werden sollen. Und damit wären sie dann ebenbürtig zu anderen Anlageklassen wie beispielsweise Staatsanleihen, Aktien oder ETFs. Und wenn solche großen Summen wie bei den Banken bewegt werden, dann hat das natürlich auch Einfluss auf den Goldpreis, der entsprechend nach oben gehen könnte. Also, womit lassen uns diese Informationen nun zurück? Nun ja, rückblickend aufs Jahr 2021, vielleicht ein Stück weit mit einem gemischten Gefühl, denn der Goldpreis, der ist nicht wirklich gestiegen für 2022, aber durchaus optimistisch, denn sowohl die Nachfrage aus der Industrie steigt, regulatorische Bedingungen verbessern sich hinsichtlich des Goldpreises und die Inflation, die ist ein ganz großer Grund, weswegen immer mehr Anleger sich ins Gold als sicheren Hafen flüchten werden wollen. Wie seht ihr das Potenzial von Gold? Teilt ihr meine optimistische Einschätzung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wir haben noch ein weiteres Video produziert, warum Gold gerade jetzt so interessant ist. Da gibt es noch viele weitere spannende Gründe, weswegen Gold für euch ein Thema sein sollte. Wollt ihr Gold direkt kaufen? Dann haben wir eine Serie produziert, wo wir euch Schritt für Schritt erklären, wie der Goldkauf funktioniert, was zu beachten ist. Ihr findet sie ebenfalls in der Videobeschreibung und in der Endcard verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert Axeno Capital.